Was heisst für dich Extremwetter? Also für mich heisst es vor allem Überschwemmungen. In Luzern, dort wo ich wohne, gehören die, seit ich kann denken, dazu. Ich konnte sogar mal mit einem Gummiboot in die Schule paddeln. No joke. Und die Hitze. Im Sommer ist es mittlerweile so heiß, dass ich in der Nacht teilweise tatschnass einfach flach liege. Und genau in so einem Moment frage ich mich, hey, wie extrem können die Wetterverhältnisse überhaupt noch werden? Für diese Frage müssen wir uns an eine der einflussreichsten Klimaexpertinnen der Welt wenden. Mit jeder zusätzlichen Zunahme der globalen Erwärmung haben wir sowohl häufigere Extremereignisse und auch intensivere Extremereignisse. Und wenn man zum Beispiel Temperaturextreme nimmt, die sind im Durchschnitt, also ein Ereignis, das nur etwa einmal jede 10 Jahre stattgefunden hätte, da findet schon jetzt etwa 3-mal häufiger statt. Und mit zusätzlicher Erwärmung, mit 2 Grad, dann würde es 2-mal so viel stattfinden wie jetzt. Also man hat einfach viel häufigere Ereignisse, aber auch viel intensivere. Dass wir dann mal 50 Grad in Luzern haben oder eben Überschwemmungen, viel mehr Überschwemmungen in Zukunft, weil wir auch mehr Starkniederschläge haben. Das, beides ist möglich, eher nicht im gleichen Sommer. Also es wird Sommer geben mit viel Niederschlag und anderen einfach mit Hitzewellen. Aber eben, wir können das schon mal auch in den kommenden Jahren erwarten. Das sagt Sonja Senne-Viratne. Sie ist Klimatologin, ETH-Professorin und hat am Weltklimabericht, dem IPCC, mitgearbeitet. Und natürlich reden wir hier nicht nur über Luzern. Das ist jetzt einfach meine Lebenswelt. Die Extremwetterereignisse betreffen die ganze Schweiz. Wenn man also einige Ereignisse nimmt, die vor kurzem stattgefunden haben. In Kanada wurde 49,5 Grad erreicht und das ist etwa ähnliche Breiten wie bei uns. Also eben, man kann sich schon solche Extremereignisse vorstellen, auch in der Schweiz. Beim Niederschlag nimmt die Intensität um etwa 7% pro Grad Erwärmung. Das heißt, jetzt haben wir schon viel intensivere Ereignisse und wenn wir noch viel mehr Erwärmung haben, dann wird sich das noch viel verschlimmern. Noch intensiver, noch mehr. Ich stelle mir so vor, wie Hagelkörner plötzlich so gross wie Fußball sind oder in der Schweiz Hurricane wütet, wie man sie nur aus den USA kennt. Das ist doch gar nicht möglich. Irgendwo muss das Ganze doch wie eine Grenze haben. Man muss sagen, physikalisch gibt es wenig Grenzen. Man weiß einfach, das Klima kann sich normal verschlechtern. Und dazu muss man noch sagen, es gibt sogar eine Gefahr von Destabilisierung vom Klimasystem, wenn man wirklich auf viel höhere Temperaturen kommt, ist, dass man so sogenannte Kipppunkte erreicht. Zum Beispiel, dass der Amazonas dann auch stirbt wegen zu viel Austrocknung oder Klimaextreme und das würde dann zu einer viel höheren Erwärmung global führen. Es kommt also einiges auf uns zu. Aber was heisst schon uns? Es kann ja auch sein, dass ich gar nicht mehr von diesen intensiveren Extremwetterereignissen betroffen bin. Vielleicht bin ich ja bis dann schon unter der Erde oder hänge in einem klimatisierten Altersheim. Nein, Spass beiseite, im Ernst. Reden wir doch von 5 Jahren oder von 50 Jahren? Wir werden es alle erleben. Also wenn wir nichts tun, dann würden wir in etwa 2050 mehr als 2 Grad erreichen. Und da würde ich sagen, ja, da wäre es ganz klar, also für alle Leute, die 2050 da sind, dann wäre es klar, dass wir wirklich in einer schlechten Situation sind, wenn wir gar nichts getan haben. Und für mich, also meine Kinder sind 7 und 11 und also meine Tochter ist 11 und ich dachte eben, 2050 ist sie etwa 40 Jahre alt. Sie wird es nicht in der Hand haben, etwas zu bewirken bis dahin. Also das muss unsere Generation sein, die etwas macht. Ja, klar. Ich kann es mit meinem Konsumverhalten steuern oder ich kann meine politische Stimme einsetzen. Aber wie beispielsweise meine Mietwohnung geheizt wird oder wo Banken investieren, das kann ich irgendwie schlecht beeinflussen. Darum frage ich mich, was denn die Klimaforschenden meinen, wenn sie sagen, man müsse jetzt handeln. Ja, wer denn? Und wie denn? Wenn wir sofort agieren, dann können wir es schaffen, dass wir das Klima etwa auf diesem Niveau stabilisieren. Und dafür müssen wir dieses Jahr und nächstes Jahr, jedes Jahr, dann etwa um 5 bis 7% die Emissionen reduzieren. Es ist jetzt, also es ist wirklich jetzt. Es ist nicht mehr in 5 Jahren oder 10 Jahren. Es ist diese Jahre jetzt. Das heißt einfach,
viel weniger Verbrennung von fossilen Brennstoffen und langfristig auf Null kommen, gar kein Verbrauch mehr. Und fossile Brennstoffe, das ist Erdöl, Gas, Kohle, in der Schweiz vor allem Erdöl, so 3/4 unserer Emissionen sind wegen Erdöl verursacht. Heizöl und Benzinautos. Leute, ich bin vielleicht in anderen Sachen eine Optimistin, aber da, muss ich ehrlich zugeben, bin ich einfach pessimistisch. Ich meine, wenn ich mir überlege, welche Diskussionen zu den letzten politischen Umweltinitiativen geführt worden sind, dann sind wir also noch ziemlich weit entfernt von dem. Um das zu erreichen, müssten viele Leute, logischerweise auch ich bin ja schließlich keine Klimaheilige, auf sehr viel verzichten. Und dort wird es ja meistens schwierig. Es stresst mich ehrlich gesagt gerade recht und ich finde es ziemlich beängstigend, wenn ich all das von einer höre, wo ja die Prognose bestens kennt. Wir müssen unsere Energie nicht darauf fokussieren, auf die Angst. Natürlich, wir müssen agieren, weil wir schlimmere Möglichkeiten vermeiden wollen. Aber wir müssen von unserer Energie darauf investieren, dass wir sagen, wir wollen es schaffen, weil wir wissen, dass es jetzt noch möglich ist, sehr viel Schlimmeres zu vermeiden. Und das wäre meine Hauptbotschaft. Jetzt weiss ich zwar, was auf uns zukommen wird in Bezug auf Extremwetter, aber es lässt mich, ehrlich gesagt, ziemlich nachdenklich zurück. Ich muss das Ganze irgendwie zuerst mal ein bisschen verdauen und vielleicht geht es dir gleich. Oder aber du möchtest gerade noch herausfinden, was Extremwetter mit dem Klimawandel zu tun hat. Hier findest du das heraus und hier hat mich die Zukunftsstimme mit Szenarien aus der Zukunft konfrontiert. Wo geht es für dich durch?